So, geht doch. Ich hoffe, das leckt nicht wegen Hochladen. Aber ich schaue jetzt mal. Ja, es leckt leider ein bisschen. Habe ich schon fast befürchtet, aber egal. Ja, Halli, hallo und herzlich willkommen beim Stream vom. Was ist das? Donnerstag, den 12. Ja, Freitag, 13. ist der Morgen. Und diesmal ein bisschen früher wegen der WM. Und ja, ich heiße euch herzlich willkommen. Dann, heute wird nicht nur Path of Exile kommen, sondern auch andere Spiele. Ich teste einfach ein paar noch aus. Aber weil die Qualität jetzt ein bisschen schlechter wird, sorry dafür, aber mit meiner momentanen Internetleistung. Ich habe übrigens 3,8, also 3800 Kilobyte pro Sekunde Upload Stream Ding. Und eigentlich sollte das ja eigentlich flüssig gehen, aber es geht leider nicht so flüssig. Wahrscheinlich liegt es auch ein wenig an Path of Exile, dass es halt ein bisschen leckt. Aber ja, es leckt eigentlich nicht viel. Das ist gut, kann ich nebenbei noch hochladen. Nein. Naja. Ich lasse jetzt das einfach fertig machen, dieses Upload. Und jo, heute in zwei Teile. Der erste Teil ist einfach Path of Exile. Der zweite Teil kommt dann um 7:30 oder so. Und dann mit einem anderen Game und dann noch mit ein bisschen Kommentare beantworten und so weiter. Ja, angekündigt. Ich kündige noch an, dass ein anderer, mein Kollege Emotam, vielleicht mal in einen Livestream kommt und ein paar Kommentare vorliest, damit ich sie natürlich auch gut kommentieren, also beantworten kann. Und vielleicht auch jemand anders noch, vielleicht abwechselnd oder sonst irgendwas. Ich möchte es ja so communityhaft möglich machen und es dadurch, ja, für euch ein bisschen spannender machen. Und wir haben Increased Ding. Also ich habe ein bisschen gespielt, diesen Charakter noch, ein bisschen weiter gespielt. Und ja, es war nichts passiert, es ist nichts gedroppt und ich habe eher ein bisschen langsam, ein bisschen herausprobiert, was denn diese Support Games so machen. Und bei Duration, das wird genau ungefähr 60 Millisekunden dann dauern, das da. 130, also auf 80, 50 Millisekunden. Und das ist nicht so stark. Ich werde das wahrscheinlich wieder rausnehmen. Ja, könnte ich eigentlich rausnehmen. Und Chance of Ignite brauche ich ja dann erst gegen Bosse. Das werde ich natürlich ein bisschen leveln. Da habe ich auch mehr Games dafür. Ja, und sonst, sie ist Level 25 jetzt. Und es läuft eigentlich relativ gut. Also ihr seht, sie haut jeden Gegner recht schnell um. Und es leckt überhaupt nicht mehr. Ja, gibt's das? Habe ich die optimale Einstellung gefunden? Ich hoffe, die Qualität ist noch hoch, sonst schaut es einfach nachher noch bei meinem Upload an oder so, wenn ihr nicht unbedingt die Qualität recht lang anschauen wollt und nur mir zuhören wollt, dann könnt ihr das auch so tun. Und eben, ich kann nicht jedem richtig machen, ich will einfach Path of Exile am meisten streamen, weil das natürlich auch am besten geht. Und andere Games muss ich ausprobieren zuerst. Bei Diablo 3, da leckt es leider ein bisschen. Aber ich werde schauen, dass ich Diablo 3 auch streamen kann. Und irgendwelche anderen Dinge, also eben Medieval 2, dann habe ich da noch, wie heißt das Game schon wieder? Hier sieht man gut den Lichtradius. Ja, irgendwas mit Nations, das werde ich dann mal anzocken.
und so weiter. Also Catherine, nein, Catherine bringt nicht so viel, wie ich es gern hätte. Also ist er ignited, das macht auch noch nebenbei ein bisschen Schaden. Also dort Damage over Time Schaden. Sehr schön. Und irgendwie gefällt mir die Grafik gerade wegen der Dunkelheit von der Nacht. So. Nee. Gut, also gehen wir zurück. Machen wir halt so ein Portal. So, dele. Und wir bekommen einen Skillpunkt. Die Pyramide muss ich noch mitnehmen. So, und dann haben wir hier Increased Radius. Und ab Level 31 haben wir noch mehr Radius. Das ist nämlich hier Increased Area of Effect. Weiterhin haben wir hier zum Beispiel Critical Strikes, das brauchen wir natürlich nicht, weil wir noch nicht auf Crit machen. Und sonst irgendwelche Sachen, das ist die Chance. Support Games habe ich leider nicht so viele blaue, die müssen wir zuerst finden, aber mit ihr wird es eigentlich leichtes sein. Ich habe ja schon recht viel MF und möchte da noch mehr haben. Wir könnten hier Life Gain on Hit. Können wir das nehmen. Und sonst ja, nichts Gescheites. Leider nicht viel zum Ausrüsten. So, da schaue ich mal. Okay, einer schaut zu. Das bin ich wahrscheinlich. Nein, das bin ich nicht. Das ist gut, wenn einer zuschaut. Du darfst, wenn du mir gerade hörst, du darfst natürlich auch Kommentare schreiben. Ich kann sie leider nicht immer beantworten, sofort. Und Sachen, ja, jetzt wünschen oder so kannst du auch. Und für die fortlaufenden Zuschauer natürlich auch. Die später kommen oder ein andermal oder so. Dürft immer wieder etwas posten und ich werde sie nachhinein dann lesen im Stream. So, wir müssen hier irgendwo in die Caves. Die müssen eigentlich immer rechts oben sein. Ja, momentan Magic Fan zu machen ist Blödsinn. Wir leveln jetzt zuerst einmal hoch, bis wir nicht mehr richtig weiterkommen. Und dann werden wir wieder. Werden wir anfangen. Ja, heute ist Fußball-WM Start. Ich werde es mitverfolgen. Dann mache ich den Stream ein bisschen länger heute. Dafür früher. Und eben zweimal. Und weil ich da noch essen muss und sonst was ein bisschen trainieren, werde ich so eine stündige Pause machen oder ein bisschen weniger. Dreiviertelstündige. Mal schauen. So, hier ist die Caves. Oder die Caverns. Caverns sind die Grotten, glaube ich. Die Caves sind irgendwo anders, glaube ich, weiß auch nicht. Vor allem sind das einfach Caves für mich. Ganz normale Höhlen. Was ich nun geplant habe, vielleicht werde ich mal anfangen, irgendwas zu modden, ein Spiel oder so. Könnt ihr zuschauen, wie ich modde, wie ich ein Spiel mache. Aber das wird noch Zukunftsmusik sein. Das wird leider noch nicht so möglich sein. Erstens brauche ich auch ein paar Ideen. Also Ideen habe ich eigentlich schon, aber ich meine einfach ja, Ahnung und halt auch Bock und Fans, die mir ein bisschen weiterhelfen könnten, die sich auskennen und so weiter.
Aber was und wie ich modden soll, das müssen wir noch ein bisschen bereden. Da dürft ihr gerne ein paar Vorschläge posten. Also Ideen habe ich richtig viele. Also ich habe mehrere Typen von Games in Planung. Wenn ich nichts kann, dann kann ich ein Entwicklerstudio machen oder so, wenn ich ein bisschen berühmter bin. Aber ich hoffe, ich werde mal berühmt, aber ja, das ist natürlich Zukunftsmusik. Und mal schauen, wie es sich dann so entwickelt. Weil wenn ich sterbe, dann wird niemand mehr solch gute Games herstellen können. Nein, Scherz. Ja, ich habe halt sehr viele Ideen und so, wo die Gaming-Industrie ein bisschen weiterbringen könnte. Und deshalb muss ich schon fast Erfolg haben, damit ich diese Games auch rausbringen kann, diese Ideen habe. An den Mann bringen. Ich kann sie nicht einfach irgendwo in ein Forum posten oder sonst irgendwas im Entwickler zuschicken, die Ideen. Geht einfach nicht. Wir müssen natürlich das auch alles erstmal ernst nehmen und ausführen und ja, alles Mögliche. Das wird so nicht möglich sein. Darum schaue ich, dass ich sehr fit, gesund bleibe und ja, mich nicht in Gefahr bringe. Und das dann halt über Fußball erreiche, wenn ich es nicht über YouTube und Twitch machen könnte. Weil viele Leute schauen nur ein oder zwei Livestreams an und mehr nicht. Ja, die Leute haben es sehr schwer, erstmal raus von unten nach oben zu kommen. Erstmal wenigstens ein bisschen berühmt werden. Das ist das Wichtigste. Und das bin ich auch noch nicht. Natürlich, aber auch wenn ich sehr viele Abonnenten habe, hatte und ja, für mich ist es schon viel, aber für die meisten wohl nicht. Also es ist toll, dass jetzt immer mehr Leute etwas posten und durch den Livestream auch ein bisschen mehr kommt. Irgendwann, irgendwann. Trollolol. Der Bär hat sich richtig eins in den Schlag gesetzt, sozusagen. Lol, was ist denn das für eine Höhle? Gott, oh Gott, oh Gott. Es leckt fast nicht und ich habe immer noch Steam an. Dinge. Nicht Steam an. Steam habe ich an, ja, aber Fraps meine ich. Habe ich immer noch an. Und das leckt gar nicht. Ich kann das jetzt ausstellen eigentlich. Weil ich ja nicht aufnehme. Also ich nehme es schon auf, aber dann noch im Nachhinein. Da muss ich hier rausmachen. So, Fraps weg. Bist du gleich fertig? Ja. Noch 15%. Okay. Machen wir weiter. Hier haben wir einen Schrein, das sieht man an den Auren. Ah, das tut gut. Schnellere Angriffsgeschwindigkeit. Sauber Geschwindigkeit. So. Sehr schön, haben wir das auch. Jetzt können wir ein bisschen auf Defensive gehen, weil dort unten sind Live-Nuts. So. Ja, das ist schon fertig. Das war ja mega kurz, die zweite Ebene. Gut, dann haben wir hier die Wahlpyramide. Oder die
die alte, die antike Pyramide. So, Chromatik ab, sehr schön. Und meine Schriftrollensammlung steigt und steigt. Aber wir haben gar keine gelben gefunden noch. Also mal hier reinschauen. Irgendwie funktionieren diese Unbesiegbarkeitsding nicht mehr so richtig, habe ich das Gefühl. Komisch. Das ist so entspannt zum Spielen. Wie hoch ist die Reichweite jetzt eigentlich? Oh, richtig fett. Also ihr müsst mal auf die äußersten Feuerbälle schauen. Das ist mega groß. Kann man sehr entspannt spielen. Ich find den Bild einfach nur zum Chillen recht gut. Mit dem kann man so recht geil chillen. Ja. Ignite hochgestuft. Wir hatten 27, jetzt haben wir 28. Wow, 1% pro Level oder was? Nicht gerade viel. Dann haben wir 50% auf Level 20 oder was? Nicht mal 40, nein, 45%. Also hier geht's recht gut. Da kann man auch weit weg Feuerball schießen. Das ist eigentlich ganz normale Feuerballzauber, einfach vom Himmel herab. Ja. Okay, der ist wieder erloschen. Der hat nämlich gebrannt. Wo könnte der Eingang sein? Ah, dort unten wahrscheinlich. Ja, die Pyramide hat ungefähr 4 oder 5 Treppen nach oben. Und die Ebenen werden wahrscheinlich irgendwie kleiner. Ist mir jetzt noch nie so aufgefallen. Ah, hier ist er. Also gehen wir nach oben. Also wahrscheinlich ist die unterste Ebene die größte und dann werden 2 normale Ebenen kommen, dann eine kleine oder eine kleine, also eine normale, 3 normale und eine kleine Ebene oder sonst irgendwas. So aufgefallen ist mir das noch nie. Habe ich mir auch noch nie gefragt. Weil ja eine Pyramide spitz sein sollte. Es könnte natürlich auch eine Meyer-Pyramide sein. Vom Stein her schon. Die haben ja so graue Pyramiden gehabt. Also hier ist schon mal ganz klein. Wahrscheinlich in einer Richtung ein bisschen größer. Aber hier ist meistens ein bisschen klein.
So. Dann schauen wir hier mal. Kommen wir gleich zum Akt 2 Boss. Hier hat es Schlangen. Gehen wir durch, so. Na, gibt's was? Also, zurück zur WM. Im ersten Spiel Brasilien-Kroatien, glaube ich. Ich habe da gar nie interessiert angeschaut und so. Aber ja, ich hoffe, dass Brasilien gewinnt, aber bin eigentlich auch für Kroatien. Ich kann mich nicht entscheiden. Ein Unentschieden wäre cool, aber das wäre langweilig. Ja, ich bin schon eigentlich schon immer Brasilien-Fan. Kroatien halt, weil auch viele Spieler schon mal bei FC Basel und so gespielt haben. Und weil ich sie auch schöne Trikots haben sie. Und ja, sind auch relativ gut für so ein kleines Land. Also, ich mag beide und drücke für beide die Daumen. So. Und dann kommen ja zwei oder drei Spiele auf einmal immer wieder. Ich kenne den Plan überhaupt nicht, oder so eben. Weil ich nicht so Zeit habe, Zeitungen zu lesen, verstehe ich das auch nicht so ganz, aber irgendwie glaube ich zwei Spiele pro Tag mindestens. So, jetzt sind wir da oben. Jetzt schauen wir mal, wie schwer der Boss ist. Leider machen wir nicht ganz so viel in einem kleinen Gebiet Schaden, aber wir werden es trotzdem schaffen, hoffentlich. Sonst einfach ins Portal wieder zurück oder rausgehen und wieder zurück. Und dann hat man eigentlich wieder volle Lebenstränke. Heiltränke. Hallo? Ich hatte von dem eigentlich mega Angst. Ich war noch nicht da, habe ich schon im Forum gelesen, dass er mega schwer. Aber er ist gar nicht mega schwer. Wenn man die Taktik kennt. Die Taktik habe ich schon beim ersten Mal drauf gehabt. Das war wirklich kein Problem. So. Einfach. Gut, also er hat ein bisschen lange ausgehalten, aber ja, das ist normal bei Verwüstung. Flame Search. Wir wollen mal ein bisschen Flame Search einsetzen. Da es auch AOE ist, hat es sicher auch eine größere Reichweite als sonst. Setzen wir den mal ein. Ich habe ihn einmal, glaube ich, ein paar Mal eingesetzt, aber weil er so neu ist, kenne ich ihn natürlich noch nicht. Ja, also er ist schmal. Hat ein bisschen Reichweite, mehr nicht. Leider nichts für mich. Überhaupt nicht. Ich hoffe, es kommt bald ein Bow-Spell raus. Ich brauche unbedingt nochmals einen Grund, den Bogen rauszunehmen. Das geht so schnell bei den kleinen, bei den Schwachen, die nicht so viel aushalten. So.
Wir haben das Ziel erreicht, Akt 3. Prima. Noch ein paar Gegner stellen uns in den Weg. Aber die haben wir auch sehr schön. Mit Bravour haben wir die erledigt. Oh, hallo? Wollt ihr auch noch ein bisschen abhaben von meinem Feuersturm? Ja? Okay, habt ihr bekommen. Jetzt seid ihr nur noch Asche. Oh, nur noch Asche. So. Ja, eins. Tja. Neulinge haben ziemlich schwer. Aber schön, dass es endlich klappt. Ich habe wirklich schon lange nicht Livestream geplant und habe es nie so richtig lagfrei hinbekommen. Aber jetzt ist es gut. Das reicht schon. Ne? Und wegen ein paar kleinen Lags werdet ihr hoffentlich nicht gerade böse sein. So, die reinlegen. Und jetzt, ja. Wir warten immer noch auf Level 31. Das haben wir hoffentlich bald. Kann eigentlich schon weitergehen. Nehme ich hier raus in die Slums. Die sind hier oben rechts. Gut. Ja, jetzt wird es langsam schwer. Akt 3 ist wirklich meine Qual. Also mein Qualakt. Dafür sind die anderen schon fast zu leicht. Einfach auf mehr Ziele ist nicht gerade so. Aber da am meisten Gegner recht viel Damage machen, mag ich die nicht so, weil ich sehr offensiv bin. Und nicht so Bock habe, mich defensiv zu skillen, nur wegen dem dritten Akt. Damit ich dann plötzlich wieder weg vom dritten Akt bin und den, den Charakter verskillt habe. Und sowas. Aber mein Charakter wird ja relativ defensiv. So, und jetzt haben wir... Was sehen wir noch? Ah, das ist ein anderes. Welcher war das? Flame Search. Oder Life Gain on Hit, glaube ich. Ja. Der rote ist Life Gain on Hit. Oh, hier haben wir einen dreifach schießender Käfer. Ah, Lightning Strike. Ja, brauchen wir nicht. Nehmen wir nicht mit. Ist zwar stark, aber im Let's Play hat man es gesehen. Er ist, wenn man halt sehr Gegner hat, völlig sinnlos irgendwie. Ja, die Defensive hat auch ein bisschen gefehlt, aber ja, wenn wir dann ein paar Items haben, die dann würde ich natürlich weiterspielen, vielleicht nur noch im Livestream, aber ja, schauen wir da mal.
Ein Orb of Alchemie, gut. Da habe ich schon so viele. Ich bräuchte sie eigentlich fast nicht mehr. Vielleicht für ein Amulett, aber Amulette, gibt es weiße Amulette? Nein, es gibt keine weißen Amulette, also bringt es das nicht. So. Jetzt, das wird halt schwer wegen der Feuerresistenz. Weil es nämlich immer feuerresistente Gegner. So, das ist E-Knight. Schauen wir mal, was E-Knight jetzt hat. 29, das war klar. Zehnte Elemental. Weg damit. Hier ist nichts. 84 bis 126 Schaden, sehr schön. Oder 84. 84. Das Schild ist auch recht stark geworden. Das Energy Schild. Durch die Rüstung vor allem, also die Brust, das Brustgewand. Wahrscheinlich auch vom Gürtel, oder? Nein. Das ist Maximum Energieschild. Hier haben wir Maximum Energieschild. Und sonst nichts. Ja, haben wir 147 Energieschild. Powerful Crits, das ist nicht so gut. So, also hier ist schon der Boss und es ist nichts weiteres, nichts anderes als die Pity, die nervt extrem. Ja. Aber nicht zu nah an mir. Ja, schon aufgegeben. Die kann man leider hier noch nicht töten. Das ist das Problem, aber ja. Also. Nun, hier abgeben. Ah ja, wir müssen noch eine andere holen. Aus Gefangenschaft befreien. Noch nichts passiert. Ja, ist vielleicht auch nicht gerade die Zeit für Zuschauer. Zuerst müssen mal ein paar aufmerksam werden. Das ist halt schwer. Also irgendwo hier sollte eine gefangen sein und die müssen wir befreien von einem General. Geht relativ schnell. Die hat nämlich extra Leben. Diese Königin. So, jetzt fertig. Spike Shield bräuchten wir eigentlich nicht mitnehmen, aber ich möchte schon wissen, was da besonders dran ist. Ich spiele sehr wenig Charaktere mit Schild. Bin halt ein Magier, dann mit Dingschild, Spirit Shield, aber nicht mit normalen Schilden. Der Name Spike Shield hat nicht so eine Ding, wo ich spiele, wo ich den auch ausrüste. Aber wir haben genug Schriftrollen, dann tue ich die gerne ein bisschen identifizieren. Ach, diese Käfer.
Ich meine, was sind das? Affen? Ah, Whirling Plates. Sieht ein bisschen schöner aus, so blau als grün. Wobei grün eigentlich auch sehr schön aussieht, aber nicht so passt. Ah, hier ist der Captain. Captain ist es nicht, General. Es gibt gleich zwei Generale. Generäle. Aber einer ist General Dominius, der andere ist irgendwie. Keine Ahnung, wie der heißt. Garazitius Kakafete. Weiß nicht. So. Jetzt suchen wir den Durchgang in die Kanalisation. Da oben. Die Slum Sewers. Die können wir aber noch nicht öffnen. Da müssen wir zurück in die Stadt. Nichts Gescheites. Geht's noch? Das wollte ich nicht. Ah, wir haben sie selber. Ah, wo ist denn sie gewesen? Das stimmt ja. Wir müssen sie noch irgendwo finden. Wo denn? Da drüben irgendwo. Hallo, Deadly Queen. Du machst ein bisschen viel Schaden. Ah, hier. Lol. Okay, die habe ich gar nicht gemerkt. Jetzt gehen wir halt noch ein bisschen nach oben. Ein bisschen schneller nach oben. So. Ja, ja, es ist locked. Ich weiß, it's locked. Prima, jetzt haben wir das. Die Schlüssel bitte. Dankeschön. Und hier haben wir eine neue Quest, die wir erledigen können. Aber ein bisschen braucht. So, Bone Offering slash Flash Offering brauchen wir nicht. Conduity brauchen wir nicht. Sering Bond. Die Shark Enfeeble. Nee. Wir nehmen Sering Bond. Könnte ich vielleicht später mal einsetzen, aber keine Ahnung. Ja toll, keinerlei kann ich hier. So, können wir die hier reinlegen, die Schrift drin. Ja, den können wir auch hier. Machen wir die Schrift drin mal weg. Tun wir einfach hier rein. Gut, was ist hier so los? Hier war nichts. Niemand dran. So schade, dass niemand online kommt. Es kommt schon ein paar online, aber sehr wenig. Das ist ein bisschen schade. Ja, in dieser Kanalisation gibt es recht viele Giftmonster, diese Giftschießer. Und dann glaube ich noch die Kerbe machen ein bisschen Giftschaden. Die Augen machen Blitzschaden. Und die machen physisch alle. Aber nicht weiter schlimm. Noch auf normal.
Und hier sind die Warehouse, Warehouse-Sievers. Die haben die gleichen Gegner ungefähr. Und ja, bei diesen, die fliegen, die haben zum Beispiel immun gegen Shocked Ground und sonst irgendwelche Effekte. Zum Beispiel von der Falle, von der Trap, Fire Trap, also die Feuerfalle, Burning Ground. So, die erste Piste haben wir, müssen 3 haben, glaube ich, oder 4, nein 3. Wir müssen nochmals zurückgehen, wir haben eine Piste vergessen. Also. Schneller als der Wind gehen wir jetzt zurück. Oder ist das? Ich weiß nicht, glaube ich, Slumsleeve haben doch ein Ding. Ja, da muss eins sein. Bin ich mir ziemlich sicher, weil nur 3 kommen, 3 Kanalisationen und jeder hat eine Piste. Ja, genau, hier ist es. Sind immer diese großen Räume. Sehr schön, haben wir das. Und jetzt gehen wir zurück. In die Warehouse Sievers. So, mal kurz schauen. Da ist immer noch nichts los. Hier müsste ich noch einen Waypoint suchen und finden. Aber die sind nicht hier unten. Ich gehe jetzt trotzdem nur hier runterschauen. Die sind meistens nämlich oben im Norden. Ja, hier geht es natürlich noch draußen, hätte ich auch merken können. Ja, hier oben muss das sein. Es ist dense gegen Elementarschaden, das ist Elementarschaden, was wir machen natürlich. Da haben sie die recht sehr gewesen. Und die Feuerbälle haben natürlich auch nicht so getroffen, wie sie sein sollen, treffen sollten. Hier ist nirgends was. Da ist der zweite Ausgang. Es gibt wirklich zwei Ausgänge, hätte ich jetzt nicht. Also ich doch. Ich hätte es schon gedacht. Aber ja, wahrscheinlich vergessen. Also ich hab's mal gewusst. Jetzt ist es mir wieder aufgefallen. Wenn man es sieht, das fällt es natürlich wieder auf. Oh Gott. Also hier haben wir den Waypoint. Und jetzt raus aus der Hütte. Auf der linken Seite kann man nicht weiter. Da ist so ein komisches wabbelnde Ding. Da müssen wir zuerst ein paar Quests machen, bevor das aufgeht und wir dort weiter können. In den zweiten Teil
des Akt 3, der ein bisschen größer ist, glaube ich. Ja, der ist größer. Oh, überall Schlangen. Die sind ein bisschen stark. Die machen ja auch, glaube ich, prozentuellen Giftschaden dazu. Die Action. Was ist meine Karte? So, der Marktplatz. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. So viel Damage auf einmal. So. Ja, die Statue macht recht viel Damage. Und sie hat C. Also hier ist nichts. Ach man, unterbrech mich doch nicht immer. Gut. Und jetzt gehen wir hier entlang. Gang doch raus, geh reden, Jenny. Also, wir müssen hier oben durch. Das ist Flammability, ja. Wie viel Leben haben wir? 500. Oh, okay. Schaffen wir die Statuen? Ja, toll. Oh Mann, jetzt muss es noch Desync-Probleme geben. Ja, den schaffen wir. Der ist zu langsam. Haha. Sage Wand. Okay. Igitt. Oh, 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 oh. Ach, sterbt. Früher hat es mal hier oben ein Ding gegeben, ein passives, das die Zauber unterdrückt. Ja, hier. Aber nur 25% Chance zum Ausweichen. Das bringt natürlich nichts. Also bei den Statuen brauche ich das eigentlich nie.
Also gibt es immer noch. Ja. Okay, dann mache ich mal eine Pause, schau mal, ob andere Spiele, muss ich den Fenstermodus machen, glaube ich, weil irgendwie das Aufnahmeprogramm nicht aufnimmt, wenn ich im Spiel drin bin, und deshalb, ja, muss ich dann auch einstellen und spiele ein bisschen Diablo 3, aber das ist wieder das gleiche Genre. Und das mögen halt nicht so viele, also nicht alle von den Zuschauern. Hier noch Sachen rein. So. Also, ja, die Schriftrollen können wir weglegen. Ich möchte noch schnell ein bisschen planen hier. Also hier unten wollte ich durch, dann wollte ich ein bisschen hier Armor. Das bringt ja nicht für Waffen. Oder ich gehe hier runter, genau, ich gehe hier runter. Hier hin, hole das Life. Ja, das Life ist ein bisschen schwach. Mache ich lieber dann hier weiter. Hole ein bisschen Energy Shield. Ich weiß nicht. 8%. Wir gehen hier direkt weiter nach unten. Es gibt leider so wenig Life hier in der Nähe. 6%. 8%. Es ist schwer auszusuchen, natürlich, wo wir hin müssen. Wir nehmen hier noch das Damage mit, oder? Ja, komm, weil wir schon in der Nähe sind. Cast Speed, Mana nehmen wir mit, ja. Können wir wiederum skillen. Also ich habe genug Regress Orbs, denke ich mal. 10 habe ich. Ah, 19. 19 ist das. Also machen wir mal weg da. So. Und ja. Ich kann hier noch ein bisschen Shakes and Fidget sagen. Aber leider bin ich gerade in der Stadtwache noch 4 Stunden. 32 Minuten. Ja. Das letzte Mal habe ich ja gesagt, ich werde hoffentlich bald in einer Gilde von Wolferus kommen, ihn ein bisschen unterstützen. Er ist auch Livestreamer und Let's Player und so weiter. Und es kommt alles später. Ich bin Rang 33.636. Auf Server 9 bin ich übrigens und heißt Drago LP zusammengeschrieben. Ja, also bis heute Abend noch, und ja, ich werde es nochmal so ankündigen, und ja, bis dann, tschüss.